Er hat ihn gesucht und nun offenbar gefunden. Frank Arnesen beschert dem Hamburger SV einen Innenverteidiger. Die Verpflichtung des österreichischen Nationalspielers Paul Scharner sei so gut wie sicher. Es fehle nur noch der Medizincheck. Bislang hatte der HSV einige Absagen erhalten. Dabei hatte Fink Verstärkung in der Abwehr und im Mittelfeld gefordert. Nein, die Trainer fordern nicht. Wir fordern für uns selber. Thorsten und ich. Der HSV fordert. Genau. Wir wollen immer besser werden. Wir müssen gucken natürlich nach unseren Möglichkeiten. Wir wissen auch, dass wir Möglichkeiten und Unmöglichkeiten haben. Aber wir gucken, was wir machen können und wo können wir uns verbessern. Und das ist ganz klar, dass ein paar Positionen wollen wir gerne vielleicht in anderer Qualität zubringen, die wir noch nicht in unserer Kader haben. Wenn die Transfers mit Paul Scharner und Milan Badelj von Dynamo Zagreb abgeschlossen sind, endet die lange Durststrecke für Arnesen. Der Sportdirektor ist erleichtert. Das ist so lange her, dass wir zwei Spieler gekauft haben, so wie die ja, der HSV gar nicht gemacht. Wir haben Rainer Adler und wir haben Rudnevs und Maxi Beister zurückgekommen. So drei neue Zugänge, kannst du sagen. Und wir wollen etwas mehr. Badeil ist bekannt und da sind wir sehr nahe dran. Und ich hoffe auch, dass das alles klappt. Zuletzt hatte sich der Trainer hinter Arnesen gestellt. Thorsten Fink ist genervt von den Negativschlagzeilen. Ja, okay. Ja, wenn man zu viel erwartet, ist immer schlecht. Das ist auch klar, wenn man das nicht kann. Also ich meine, UEFA-Cup-Platz in diesem Jahr wird für uns jetzt nicht drin sein, obwohl im Fußball ja immer alles möglich ist. Das ist ja klar. Wir sind ja nicht so, dass wir kein Selbstvertrauen haben, aber realistisch müssen wir bleiben. Und ich denke, das ist auch ganz gut, in diesem Jahr nicht unbedingt von hohen Dingen zu reden, sondern mal uns entwickeln lassen. Dennoch ist in Hamburg die Angst vor dem Abstieg groß und das in der Saison, in der nicht nur der Bundesliga-Dino-Jubiläum feiert, sondern auch die Bundesliga selbst. Ja, auch noch. Ja, da müssen wir auch probieren, alles zu machen, dass wir da gut prestieren, besser in den nächsten Jahr. Und das sind wir auch ganz klar, dass wir auch da müssen wir und da wollen wir und dann tun wir auch. In der Vergangenheit scheiterte der HSV an den eigenen Ansprüchen. Das will man in dieser Saison unbedingt vermeiden.